Ich will, dass bis Ostern dieses Video hier so viele Aufrufe hat, wie für dieses Pulver hier Flohsamenschalen verbraucht wurden. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele es sind, wäre aber mal interessant zu wissen. Aber einige Dutzend sind es bestimmt und so viele Likes wären schon cool. Was es übrigens mit Flohsamenschalen und diesem besonderen Pulver hier auf sich hat, das erfahrt ihr heute in diesem. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Flohkraut bzw. die Flohsamenschalen, die vom Flohkraut gewonnen werden und ihren besonderen Wirkungen. Bevor wir aber in die Thematik einsteigen, ganz obligatorisch natürlich meinen Einleitungstext. Ich bin nämlich der Meinung, dass in einer Welt, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, auch die Bedeutung von Heilkräutern wieder wichtiger wird, weil die Nutzung von Heilkräutern Teil eines nachhaltigen und umweltbewussten Lebensstils sein kann. Zudem ist durch eine Vielzahl an Skandalen das Vertrauen in die klassische Medizin, die vielfach nur noch auf synthetische Stoffe schwört, stark gebrochen, sodass es wieder wichtiger wird, zu wissen, was man mit Heilkräutern und gesunder Ernährung alles bewirken kann. Und genau das soll Ziel dieser Reihe hier auf meinem Kanal sein. Am Ende jedes Videos gibt es immer eine Playlist mit allen Videos, die bereits in dieser Reihe erschienen sind. Wenn alles klappt, schaffen wir an einem der nächsten Wochenenden vielleicht sogar die 100 Aufrufe, ja, nicht 100 Aufrufe, die 100 Videos. Die Reihe läuft schon seit über 2 Jahren und stellt sich doch erfolgreicher dar, als ich bislang immer dachte, weil das ein oder andere Video doch, zumindest für meine Verhältnisse, häufig geklickt wird und der ein oder andere auch schon genau wie in dieser Reihe mir gefolgt ist. Und das finde ich wunderbar und ich möchte mich an dieser Stelle auch für jeden danken, dem unter anderem wegen dieser Reihe gefolgt ist und dabei über das ein oder andere wichtige Thema hier auf diesem Kanal stolpert. In der Regel erscheinen die Videos hier auf dem Kanal immer samstags um 20 Uhr. Manchmal schaffe ich das nicht genau, dann kommt das etwas später. Manchmal kommt auch nur jeden zweiten Samstag was. Und während der Sommerpause folgen ja hier eh nur Reisevideos. Also es kommt nicht immer ein Video, aber es lohnt sich Samstag 20 Uhr einzuschalten. Meistens gibt es da, wie gesagt, ein Heilpflanzenvideo. Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema, um das es heute geht, nämlich zu den Flohsamenschalen. Beziehungsweise diese schöne Pflanze hier hinter mir, das sogenannte Flohkraut. Es ist auch bekannt als Flohsamenwederich, Flohsamenkraut oder indische Flohsamen. Der lateinische Name lautet je nach Sorte. Wie gesagt, beim Flohsamenwederich handelt es sich um ein sogenanntes Wegerichgewächs. Was Wegeriche sind, habe ich kurz auch mal in meinem Video zu Spitzwegerich dargestellt. Das kann ich gerne mal, wenn ich dran denke, oben in die Infokarten packen. Man verwendet beim Flohsamenkraut die reifen Samen, insbesondere die Schalen. Daher spricht man häufig auch von Flohsamen oder indischen Flohsamen, wenn man es halt im Supermarkt oder irgendwo auf dem Markt kaufen kann. Vor allem wird der Flohsamenwederich im Mittelmeerraum geerntet und teilweise auch auf dem indischen Subkontinent. Seine genaue Herkunft und wie lange er kultiviert ist, das ist nicht so ganz geklärt. Aber da er vielfach heutzutage auch aus dem indischen Raum kommt, nennt man ihn eben auch oder seine Samen auch indische Flohsamen oder indische Flohsamenschalen. Aus den Samen vom Flohsamenwegerich wird auch die Droge Psyllium gewonnen, die in geringen Bestandteilen natürlich auch in den Schalen drin ist und die wird hauptsächlich in Frankreich produziert. Beim Flohsamenwegerich handelt es sich um ein niedriges, einjähriges Kraut mit gegenständigen, lanzettlichen, behaarten Blättern, was man hier auf dem Bild hinter mir, wie gesagt, auch erkennen kann. Die Pflanze zeichnet sich durch ihre kleinen Blüten mit kurzen Ähren aus und am Stiel bzw. da, wo die Blätter abkommen, entstehen zweifächrige Kapseln, die im Inneren je zwei kleine Samen enthalten. Und diese Samen sehen ebenso aus wie kleine Flöhe und wenn man sie in Wasser tut, quellen sie ähnlich krass auf wie ein Floh, der sich gerade mit Blut vollgesaugt hat
Und daher kommt tatsächlich der Name, es handelt sich hier tatsächlich um einen Namen, der aufgrund der Ähnlichkeit der Pflanze zu dem gleichnamigen Tier entstanden ist. Das ist der Samen. Der besondere Inhaltsstoff der Flohsamen, so bedeutend mal, sind seine sogenannten Schleimstoffe. Das sind also Stoffe, die sehr gut mit Wasser interagieren, die wasserlöslich sind, ja, und dadurch so leimige Flüssigkeiten bilden und dadurch auch letztlich bei vielen Verdauungsproblemen unterstützend wirken können. Und daher kommen wir jetzt genau zur Wirkung. Einmal wirken Flohsamenschalen abführend. Sie können quasi Verstopfungen im Magen-Darm-Trakt aufheben, weil die Samen so viel Wasser aufnehmen, dass das Darmvolumen zunimmt und dadurch Reflexe in der Darmwand auslöst, was letztlich dann zu einer schnellen Darmentleerung führen kann. Außerdem helfen sie gegen Durchfall, weil sie das übermäßige Wasser, das ja bei Durchfall im Darm ist, durch Aufquellung in diesem Wasser besser binden und der Kot dadurch schneller wieder konsistenter wird. Das heißt, wenn ihr Verdauungsprobleme habt, also eher zu Verstopfung neigt oder eher zu Durchfall neigt, in beiden Fällen lohnt sich eine Einnahme von Flohsamen. Wie man genau Flohsamen einnehmen kann, dazu komme ich gleich. Interessant ist auch, dass die Samen bei ihrem Aufquellen auch Bakteriengifte, die in dem Wasser oder in der Magenschleimhaut oder Darmschleimhaut gelöst sind, mitbinden können. Außerdem können sie auch übermäßige Gallensäure und Cholesterin im Magen-Darm-Trakt binden und dies dann jeweils mit abführen, was im Endeffekt wieder zu einer besseren und gesünderen Magen-Darm-Flora führen. Da sie ja das Volumen im Darm erhöhen, fördern sie auch das Sättigungsgefühl, was eben auch dazu führt, dass man insgesamt weniger isst. Und das hilft, ähnlich wie es auch bei Haferflocken der Fall ist, letztlich auch dabei, dass man sich gesünder und wechselreicher ernährt und auch teilweise relativ gut abnehmen kann, weil man eben nicht in Übermaßen isst. Natürlich hat Flohkraut auch seine Nachteile. Flohsamen können allergische Reaktionen auslösen bei manchen Menschen. Deshalb sollte man aufpassen. Und deshalb kann ich empfehlen, solltet ihr irgendwelche allergischen Reaktionen oder komischen Körperfunktionen haben nach der Einnahme von Flohsamenschalen, solltet ihr natürlich euren Arzt, eure Ärztin aufsuchen und das entsprechend mit ihr besprechen. Ich habe hier unten auch wie bei allen Videos aus dieser Reihe nochmal den Hinweis reingepackt, dass bei irgendwelchen komischen Wechselwirkungen, die entstehen können oder Problemen mit der Einnahme dieser Pflanze, ihr euch natürlich immer mit der Arzt in der Heilpraxis eures Vertrauens und natürlich der Apotheke eures Vertrauens zusammensetzen solltet, um etwaige Folgeschäden, Wechselwirkungen, Nebenwirkungen zu besprechen. Eine weitere Nebenwirkung sind übrigens Blähungen, Krämpfe und Druckgefühl. Die mildern aber, wie gesagt, meistens relativ schnell nach einigen Tagen wieder ab. Wenn das nicht der Fall ist, immer einen Gesundheitsexperten oder eine Gesundheitsexpertin, einen Arzt, einen Apotheker, was auch immer, aufsuchen. Hier an dieser Stelle vielleicht der wichtige Hinweis. Achtung, bitte keine Einnahme von Flohsamenkraut bei Darmverschluss, weil das kann zu Folgeschäden im Darm führen, das kann dazu führen, dass der Darm platzt. Und auch bei anderen natürlichen Verengungen des Magen-Darm-Trakts sollte man da aufpassen. Außerdem sollten Kinder unter 12 Jahren ebenfalls keine Flohsamen aufnehmen, weil die genaue Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt bei Kindern leider bislang zu wenig erforscht. Darüber hinaus kann es zu extremen Wechselwirkungen kommen bei Menschen, die blutverdünnende Medikamente einnehmen und auch bei Diabetikern. Vor allem bei Diabetikern kann die Einnahme von Flohsamen zur Reduktion des Insulins im Körper führen, weil eben die Aufnahme von Zucker durch Flohsamenschalen ebenfalls verhindert wird, was im Endeffekt aber bedeutet, dass Diabetiker halt extremer aufpassen müssen. Und deshalb wird auch allgemein medizinisch davon abgeraten, als Diabetiker Flohsamenschalen einzunehmen. In welcher Form kann man Flohsamenschalen anwenden? Da gibt es eigentlich zwei typische Anwendungsmöglichkeiten. Einmal als Abführmittel,
Dort macht es Sinn, 10 Gramm Samen, das entspricht 3 Teelöffeln, in 100 Milliliter Wasser quellen lassen und dann trinken und dann am besten noch mindestens ein weiteres Glas, wo nur Wasser drin ist, nachtrinken und das kann dann im Endeffekt relativ gut und schön abführend wirken. Die zweite Möglichkeit, wie man Flohsamen zu sich nehmen kann oder auch Flohsamenschalen, ist in dieser pulverisierten Form, wie ich sie hier habe. Die kann man in jedem Drogeriemarkt relativ leicht kaufen. Und dieses Pulver kann man ins Müsli machen, in den Obstsalat oder auch in wasserreiche Soßen oder natürlich auch als Abführmittel in Wasser auflösen. Hier ist aber natürlich zu beachten, Milch vermindert die Quellung. In Milch kann Flohsamen nicht so gut aufquellen und entfalten dann teilweise ihre Wirkung nicht so. Tatsächlich sind Flohsamen aber auch immer ein schöner Ersatz zu Gelatine oder anderen Produkten, um zum Beispiel Joghurte oder andere Massen auf vegane Art aufquellen und andicken zu können. Und da kann man sie auch sehr gut verwenden. Das heißt, man kann sie immer auch gut mal in die Tomatensauce reinmachen oder woanders rein. Ja, dann muss man aber nicht damit rechnen, dass die Wirkung sich so schnell zeigt. Dann dauert das in der Regel natürlich länger. Aber es lohnt sich. Ich merke, seit ich öfter mal Flohsamen ins Essen mache, schon, dass sich das positiv auf meine Verdauung auswirkt. Ja, damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vielleicht schaffen wir, was weiß ich, 100 Likes bis Ostern. Das wäre saucool. Ich glaube da ja nicht dran, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft Sachen eintreten, mit denen ich nicht rechne. Deshalb rechne ich einfach mal nicht damit. Und vielleicht klappt es ja. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder, der geliked hat, unbedingt will, dass das Video hier 100 Likes hat. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video, wo auch immer das Video drüber geht. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss, noch Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich über jedes Abonnement auf diesem Kanal. Das ist ganz vergessen zu sagen. Und ihr solltet auch nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Dann verpasst ihr auch als Abonnent kein Video mehr. Naja, wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Ciao!